Herr Reiser, die Brandursache ist natürlich immer im Mittelpunkt eines solchen Ereignisses. Haben Sie denn aus der Belegschaft einen Hinweis bekommen, Ihre Leute waren am nächsten dran, was diese Katastrophe ausgelöst hat? Absolut nein. Keinerlei Hinweise oder Möglichkeiten, sondern wir sind selber überrascht gewesen, als wir die Röhrenhalle, wie es ursprünglich hieß, und durch Röhren dort gelagert sind, die kann doch gar nicht so brennen. Und als ich dann rausfuhr sofort, war helles Flammenmeer von der Halle Nummer 1. Mhm. Herr Reiser, Sie haben ja hier das Kernstück Ihres Unternehmens mit der Auslieferung von Böblingen aus. Ja. Inwieweit ist die Auslieferung Ihrer Kunden, der Installateure, jetzt davon betroffen? Beziehungsweise arbeiten Ihre Leute jetzt, können die arbeiten oder mussten Sie die nach Hause schicken? Also heute Morgen musste ich sie nach Hause schicken, weil es ursprünglich hieß, ihr dürft auch nicht in das Verwaltungsgebäude. Und die Leute stundenlang da stehen zu lassen, das wollen wir eigentlich nicht. Was ich noch sagen wollte, ist, dass es zum ersten Mal ist, dass bei uns so gebrannt hat. Und wir aber unsere Mitarbeiter weiterarbeiten lassen wie bisher. Wir haben vor, an zwei Stellen die Filialmöglichkeiten voll auszuschöpfen, also von dort aus die Auslieferung vornehmen. Und es wird heißen, alle Routen werden gefahren wie bisher. Es gibt also keine Einschränkungen für die Keine Kunden. Einschränkungen, weder für das Personal hier in der Hauptfirma oder anderswo. Herr Reiser, es ist jetzt relativ früh noch und kurz danach, aber haben Sie schon auch eine ungefähre Schadensschätzung, beziehungsweise wie soll es an diesem Standort weitergehen mit der Firma Reiser? Es wird auf alle Fälle weitergehen, weil Böblingen ist die Zentrale schon immer gewesen und wird es auch in Zukunft bleiben.